Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute möchte ich wieder einmal so ein kleines Update geben und so ein bisschen Frage-Antworten von den häufig gestellten Fragen, was wir so unter YouTube, Facebook und Instagram hatten oder auch so in privaten Nachrichten. Ja, das einfach wieder so ein kleines Update geben und auf eure Fragen eingehen. Ich bin hier gerade bei mir im Büro, hinter uns unsere private Waffensammlung bzw. Airsoft und Paintball, alles gemischt. Ja, ich würde sagen, wir legen gleich mal los. So, eine relativ häufige Frage. Überlebt ihr Corona, beziehungsweise, wie können wir helfen, dass die Corona überlebt? Also, ist halt immer schwer abzuschätzen, weil einfach keiner weiß, in welche Richtung geht's los, wann geht's wieder auf, was kann man wie wo machen. Aber aus unserer Sicht sind wir da natürlich positiv und denken natürlich, dass wir Corona überleben. Sonst würden wir jetzt ja auch gerade nicht so viel umbauen. Ist natürlich eine schwierige Situation, da keine Frage. Wenn man mal vor der Entscheidung steht, investiert man, jetzt hat man die Zeit zum Umbauen, aber investiert man sein Geld, dann geht es vielleicht erst später auf, dann hat man es wieder gebraucht, um noch die Miete weiter zu bezahlen. Also ist gerade alles nicht so einfach, aber wir sind halt gute Dinge, dass wir da auf jeden Fall Corona überleben und dann, sobald es wieder möglich ist, für euch öffnen können mit geilen Spielfeldern, alles drum und dran. Aber dazu kommen wir später. wie könnt ihr helfen? Wir haben jetzt eine neue T-Shirt-Kollektion rausgebracht. Da wird jetzt, denke ich mal, nächste Woche das Video für rauskommen. Da werden die quasi veröffentlicht, da könnt ihr die auch kaufen. Natürlich mit sowas unterstützt ihr uns immer enorm, wenn ihr sagt, okay, ihr findet unsere Klamotten geil, kauft die. Das ist natürlich schon mal eine schöne Sache. Dann haben wir uns auch noch einen neuen Patch überlegt, der wird jetzt auch demnächst kommen. Halt auch wieder cool, da halt als Corona-Hilfe für uns gesehen, da sich den Patch zu kaufen. Oder auch unseren ersten Patch, den wir jetzt schon auch im Onlineshop drin haben. Da natürlich auch super, wenn ihr den kauft. Unterstützt ihr uns auf jeden Fall sehr damit. Ansonsten natürlich immer Gutscheine kaufen, das auch mega. Oder allgemein über unseren Onlineshop. Link haue ich euch wieder mit in die Infobox rein, wer es noch nicht kennt. Wir haben auch einen eigenen Onlineshop für Airsoft- und Paintball-Zubehör und natürlich auch Markierer. Wer da kauft, ist natürlich super für uns, weil das ist aktuell unsere einzige Einnahmequelle, die wir haben. Also da immer ordentlich kaufen, kaufen, kaufen. aber Fazit, wir denken, wir packen das. Gut, Frage Nummer 2, die auch recht häufig kam. Was macht ihr denn im Lockdown? Ist euch langweilig? So wie gesagt, langweilig ist uns nicht. Wer uns auf Facebook und Instagram folgt, sieht ja immer regelmäßig, dass wir gerade aktuell fast alles umbauen, was wir so haben. Also das heißt, beide Spielfelder sind umgebaut. Unten ist komplett ein neues Spielfeld. Also ist richtig geil geworden, meiner Meinung nach. Gibt es auch schon ein YouTube-Video. Da könnt ihr mal gucken, wo wir da drüber gehen. Also unten das große Spielfeld, komplett neu. Oben das Spielfeld, das DQB-Feld haben wir auch umgebaut, neue Laufwege, ein paar Deckungen anders, wir haben mehr Deckungen auf dem Feld, auch einige Fässer neu mit drauf und haben auch ein paar neue Wege gemacht, ein paar neue Durchbrüche. Also auf jeden Fall oben auch anderes Spielerlebnis. Wer jetzt schon oft bei uns war und die Gänge schon kannte, wie wo, das ist auf jeden Fall alles anders. Also wenn ihr dann irgendwann wieder spielen dürft, habt ihr auf jeden Fall zwei komplett neue Spielfelder und die meiner Meinung nach auch geiler sind als vorher, also werdet ihr auf jeden Fall auch mehr Spielspaß haben. Was machen wir noch? Wir bauen gerade noch den Shop um. Der ist jetzt größer geworden. Wir haben jetzt ungefähr 80 Quadratmeter reine Verkaufsfläche. Also ich denke mal, das ist auf jeden Fall jetzt ein richtig geiler Shop. Und auch die Erweiterung ist richtig schick geworden. Gefällt mir persönlich sehr gut. Wir haben jetzt wie eine Art Waffenkammer, wo alle Markierer, also egal ob Paintball oder Airsoft drin sind. Wir nehmen neu im Sortiment auch Steckschuss mit auf. Also wer da was sucht, ist bei uns auch an der richtigen Stelle. Und der Platz, der jetzt gewonnen ist, ballern wir alles mit Zubehör voll, dass er wirklich bei uns auch deutlich mehr Zubehör bekommt, als es jetzt aktuell der Fall ist. Also egal Paintball, egal Airsoft, egal Speedsoft, egal Macfeed, alles da, könnt ihr vorbeikommen und euch auf jeden Fall einigen. Also sobald es wieder durch die Corona-Maßnahmen zugelassen wird. Aktuell geht es ja aktuell nur über unseren Online-Shop. Wie schon gesagt, da gerne einkaufen, hilft uns auf jeden Fall sehr. Gut, kommen wir zur Frage Nummer 3. Kam es auch relativ häufig, deine Meinung zu Corona. Halte ich mich eigentlich an sich immer ganz gerne zurück, weil ich jetzt nicht so unbedingt politische Themen in der Öffentlichkeit diskutieren will. Aber meine Meinung natürlich, ich finde es kacke, der Virus, wer findet das nicht? Da ist halt für uns natürlich die gesamte Einnahmequelle wegbricht mit unserem stationären Shop und unserem Spielfeld, was natürlich das meiste ausmacht, muss man einfach mal so knallhart sagen, ist natürlich extrem scheiße für uns, um das mal auf den Punkt zu bringen. Kann natürlich auch gewisserweise die Maßnahmen nachvollziehen, dass man da Vorsicht walten lässt. Wobei ich persönlich, meine eigene Meinung wäre, mehr Eigenverantwortung den Leuten zu geben, zu sagen, okay, jeder ist sich selbstbestimmt und kann das Risiko eingehen oder halt auch nicht.
Aber wie gesagt, das war eine ganz persönliche Meinung. Ich akzeptiere auch jede andere und verstehe auch, wenn man sagt, okay, nee, lieber mehr auf Sicherheit gehen, wie es aktuell der Fall ist. Kann ich auch nachvollziehen. Nur man sieht halt aktuell, dass diese Lockdowns ja nicht so viel bringen, weil die Zahlen ja auf einem konstanten Niveau sind, beziehungsweise noch höher gehen. Ja, halt fragen, ob das richtig ist, aber wie gesagt, da das entscheiden andere. Da bin ich nicht an der Entscheidungsgewalt und ja, müssen wir damit umgehen, so wie es ist und das Beste draus machen, beziehungsweise wir nutzen jetzt halt die Zeit, die wir haben, um alles umzubauen. Wären wir jetzt im normalen Spielbetrieb nicht dazu gekommen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Von daher, für euch auf jeden Fall cool, ihr habt dann neue Spielfelder, wenn ihr wieder spielen kommt. Wir müssen halt so die Zeit überstehen, aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, dann auch noch immer häufig, ich bin zu Hause, würde gerne irgendwas machen, um fit zu bleiben, beziehungsweise im Training zu bleiben. Da könnt ihr uns mal angucken, im ersten Lockdown hatten wir auch ein Video auf YouTube, was man zu Hause so an Training machen kann. Klar, für die, die nicht zu Hause schießen können, weil sie einfach eine kleine Wohnung haben oder die Nachbarn immer gleich hören, wenn man schießt. Man muss ja nicht unbedingt schießen, man kann ja auch das sogenannte Dry-Fire machen, also ohne Schießen einfach die Bewegungsabläufe immer wieder üben. Oder wie komme ich aus der Deckung raus, gehe ich in die Tür rein, zack. Oder ich nehme meine Tür und gucke halt, wie ich in den Raum dann immer reingehe, so dass es halt wirklich am besten ist. Da aber von Vorteil, stellt euch einfach ein Handy hin, nehmt euch dabei auf, so dass ihr seht, wenn ihr zum Beispiel durch die Tür geht und der Ellbogen draußen ist oder was auch immer, dass man das halt schön nachvollziehen kann und dann halt besser wird. Und natürlich ansonsten zu Hause Sport machen hilft immer, Sit-Ups, Liegestütze, was auch immer. Aber ich habe auch über die Feiertage ein bisschen zugelegt und wir machen da jetzt auch wieder Angriff auf den Sport, dass das wieder weggeht. Ja, nächste Frage. Eröffnung kann man schon buchen? Also aktuell noch nicht, weil wir ja nicht wissen, wann ist die Eröffnung, also wann dürfen wir wieder das Spielfeld für euch öffnen und mit wie vielen Personen. Wenn man davon ausgeht, wie beim letzten Mal, dass sie wieder sagen, auf 20 Quadratmeter darf eine Person kommen, sind wir relativ gut dran. Wir haben ja über 4000 Quadratmeter, also da können wir relativ mehr Personen reinlassen, als wir es dann machen. Wir hatten jetzt beim letzten Mal auch uns so eine maximale Obergrenze von 90 Leuten gesetzt, dass alle noch einen schönen Platz in der Lobby haben und sich das auf dem Spielfeld gut verteilt, dass wir einfach nicht zu viele Leute hier reinlassen, dass es dann passt. Wobei man sagen muss, sind trotzdem dann genug Leute hier, also braucht keine Angst haben, dass es zu wenig auf dem Spielfeld los ist. Aber ich denke auch, dass wir die ersten Anstürme ganz gut verteilt kriegen. Wie gesagt, nutzt am besten auch den Sonntag, dass nicht nur der Samstag immer knackevoll ist, sondern auch der Sonntag, dass man das ein bisschen auf die beiden Tage ausweiten kann. Und natürlich auch sehr gerne in der Woche, wobei, wenn wir wieder aufmachen dürfen, denke ich mal, auch die meisten wieder arbeiten gehen, dann wird es wieder in der Woche etwas schwieriger werden. Aber auf jeden Fall, Freitag, Samstag, Sonntag kann man dann wieder schön ordentlich durchziehen. Freuen wir uns schon sehr darauf, also ich bin echt gespannt, was ihr einfach zu den Spielfeldern sagt, was ihr zu dem neuen Shop sagt, zu allgemein den Umbauten, wir haben die Küche nochmal und die Ausgaben ein bisschen verändert, dass das alles schneller für euch auch funktioniert. Ja, die Lobby auch nochmal ordentlich grundgereinigt, dass alles wieder hübsch und schick ist. Also bin ich sehr gespannt, wenn ihr hochkommt, wie ihr dann das Ganze empfindet. Würde mich natürlich freuen, wenn es cool ankommt, aber da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Ja, ansonsten so allgemeines Update. Wie gesagt, wir nutzen die Zeit zum Umbau. Alles wird aufgehübscht, hübsch gemacht. Und wie gesagt, sind wir sehr, sehr dankbar, wenn ihr bei uns im Onlineshop einkauft. Wenn ihr bei den Sichos ordentlich zuschlagt, die jetzt bald rauskommen, oder dann auch bei den neuen Patches, oder natürlich auch bei den alten Patches, also da, ja, über jeden Kauf sind wir da sehr dankbar. Gut, dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach hier unten mit rein, beantworten wir dann sehr gern, und ich würde sagen, bis später.